Hallo und herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk. So, wir müssen da lang. So, welche Auftrag geht denn jetzt wohin? Zuerst den geradeaus. Okay, und dann den anderen. So, 175 Meter, das heißt, wir sind gleich da. Ja, wir sind da. Ja. Verdacht auf organisiertes Verbrechen in der Martin Street. Maelstrom hat sich in der Gegend festgesetzt. Mit dabei Kaiser Herzog, genannt der Chirurg. Er ist vorbestraft wegen unlizenzierter Arbeit als Ripperdoc sowie Mord. Wofür zum Tode verurteilt wurde. Die Stadt bietet Belohnung. Das ist okay. Machen wir doch. Wir haben wieder super viel Deckung, nämlich keiner. Ich würde sagen, wir fangen da oben an bei dem. Eigentlich sollten wir zuerst das machen. 1C9. Ich komm dich jetzt suchen! Tust du das? Mir vorbei rein. Was? Hab ich dich? Ja, ich hab dich. Thank you.
So. Wunderbar. Also bitte 55, bitte gehen. Geht auch. Dann hätten wir schon mal 4 voll. Machen wir es mal so. Bitte, bitte. Wunderbar. Nein, hier runter. Dürfte zwar hier nichts mehr sein, aber sicher ist sicher. Dieses Charakter wollten uns verarschen, okay. Lass meine Schwester gehen. Die 3 Monate für dich arbeitet, aber das ist lange her, das ist nicht mehr. Das wäre noch eine merkwürdige Toilette. Okay. Ey, ich brauche Splitter mit Rippereisbrechern, was? Und zwar sofort. Der Kronen verreckt hier gleich. Aha. Gut, Hans-Zee. 3, 4. Ich aus. Also wir könnten mit 55 anfangen. 1, 10. BD, nein, falsches BD, Mist, wo ist BD? Ah, also 55, 1C. Ah. 1C, BD. Dann kommen wir aber nirgends zu 1C, 1C, Mist. Und das ist doof. Also warte mal, 55 ist auch noch leicht. Könnten wir da den oben nehmen, dann von mir aus den da. Dann hätten wir hier 1C, BD, 1C, 1C, okay, geht. Jetzt haben wir hier kommen quasi. Eins C, das war jetzt das falsche Mist. BD, E9, 1C, 1C, what? Aber trotzdem mal falsch gegangen. So, da kann man es auch noch verlinken. Okay, nicht unten auf dem Schlitz schauen. Ja. Aha.
BD 55, 55, BD. Eins, neun, eins, zehn, eins, zehn. Okay, das wird gehen. Also, BD 55, 55, BD 9, eins, zehn, eins, zehn. Komme ich da mit allen Automaten oder was? Also, ins C ist leicht. E9, also ins C, ins C, E9, ins C. Danach bräuchte man noch. Ah, das ist doof, weil dann kommen wir nicht daher. Wo ist denn BD? Ins C, ins C, ins. Also 1C, 1C, E9, 1C, BD, BD, okay. Sehr gut. Gut. Hier ist nichts mehr. Da dahinter. Ah, hier stimmt was nicht. Das Implantat, das Kaiser eingebaut hat, spinnt rum. Sag ihm halt, er soll es reparieren. Ah, ja. Ich brauche noch was eben. So, E9. E9. Bitte, bitte. Dann sind wir aber noch bei E9 wieder. Das ist, wenn wir mit 1C anfangen, 55 E9, immer bei 3. 1C, 55 E9, das heißt, dann geht es da runter. BD, BD, E9. Mist. Okay, haben wir alles. Gehen wir mal da hoch. Nicht. Und drinnen hätte ich aber nichts gesehen, wo ich kommen würde. Oh. Oh.
waren ja hier doch noch nicht überall. Nein. Ich hatte also gearbeitet, unter Anführungszeichen. Okay, einmal um die Ecke. So, ich weiß, die Quest ist eigentlich erledigt. Ich wollte nur schauen, ob da heraus in Ordnung was ist. Hinten hat noch was aufgeblitzt. Aber jetzt nicht so. Er versteckt da heroben 600 Euro Dollar, also echt. Ich denke, mein Inventar, es ist fast voll. Ah, sieh, das ist immer. Wow. Ja. Linken. Also 55 E9, da haben wir aber kein 1C. Warte mal, das soll ja auch gehen. Ah, es funktioniert wirklich gut. Oh, das ist aber jetzt lustig. 55? 1C. 1C, 1C, 1C. Okay. Lohnt sich ja wirklich manches Mal. Wie man da reinkommt, weiß ich nicht. So. Ja, aber dann komme ich da nicht weiter. Gut, das eine lassen wir. Okay, nächste wäre das hier, das hier. Und im Inventar sollten wir mal kurz im Rucksack schauen, da hergehen, das zerlegen,
Sind schon wieder neue Sachen dazu kommen, die müssen wir alle wieder anschauen. So, zerlegen, zerlegen, zerlegen. Die Weißen will ich nicht so gut können, die gar nicht sein, die haben will. So. Blanc könnte man sich zu überlegen zu verkaufen, oder? Hier zum Beispiel keinerlei Mod. Hier hat keine Mod. Hier hat keine. Na, die hat drei Mods gehabt. Rotflinte will ich nicht. Ich habe gerade was Besseres. Nämlich die da. Die ist gut. Da hätten wir mit drei Mods. So. Wir haben fast keine blauen Komponenten. Kann man nicht aufwerten. Gut, das schon. Haben wir jetzt wieder ein paar blaue Komponenten haben. Mhm. Auch echt mehr blaue Komponenten. Präzisionsgewehr, eine Schrotflinte. Aha. Ja, die kann ich aber noch nicht herstellen. Alles smart, die haben wir hergestellt. Wow. Aha. Hier haben wir unten hätten wir Geschäfte. Wieso kriegen wir bei denen keine Daten? Tiger Claws, okay. Gott verdammt! Kann doch nicht alleine gewesen sein.
Michael Claus. Kannst du meine Angst riechen? Legendäre Item-Komponenten, cool. Sein. Okay. Hau dir einen Fan auf, lass sie direkt an mich senden. Okay. Verlink dich mal damit. So. Also 1D. Bitte. 1D. 55 BD. 1C. 55 BD. 1D. D. Oh Gott, wie war das jetzt? Warte mal. Eins, C. Haben wir kein BD. Hätten wir aber eins, C. 1C, 55 BD und das wird gehen. Also machen wir zuerst 1C, 55. 1C, 1C. BD, 55, so. Das ist eigentlich für eine Waffe. Eine Smart, okay. Finde die Antenne. Die war es nicht offensichtlich.
noch einmal. Über Computer Pink. Das ist wurscht. Lass mich raten, ich glaube, ich weiß, wo die Antenne ist. Eines führte zum anderen, ja. Über der Antenne. Weil mir das Ganze rumklettern. So, Map. Ich hätte jetzt gerne das hier und das hier. Ich gehe aber, glaube ich, jetzt zu Fuß hin. Ich gerade kann Lärm machen. Bei der Ermittlung braucht. Der Typ bewegt sich gerne mal in legalen Grauzonen und arbeitet mit Söldnern zusammen. Aha. Details an Ball. Na dann zeig mal hier. Die CCTV-Aufnahmen beschaffen. Der Klient ist Aaron Carlson, Sergeant beim NCPD. Hat mal für mich als Berater für die Show Cops and Jobs gearbeitet. Wir liefern 8 Staffeln an. Jetzt will er einen Gefallen einlösen. Aaron ist schon eine Weile lang hinter Maelstrom her. Meint, er hat eine Lagerhalle ausfindig gemacht, in der sie Leute foltern. Aber du weißt ja, wie das für Bullen ist. Das Gesetz schmeißt ihnen einen Haufen Papierkram entgegen. Also müssen sie kreativ werden, wenn sie irgendwas erreichen wollen. Natürlich ist sich Aaron darüber auch im Klaren. Statt auf das Okay von dem Richter zu warten, möchte er die Hilfe eines Dienstleisters in Anspruch nehmen.
Der Auftrag ist einfach. Geh in die Lagerhalle, Koordinaten anbei, beschaffe die Aufnahmen von den Sicherheitskameras und bringe sie zu Aaron. Das sollte reichen, um seinem Fall Gewicht zu verleihen. Und wenn du nebenbei ein paar Maelstromer abknallen musst, sagen wir einfach, niemand wird sie vermissen. Okay. Ja, das hätten wir schon vorher machen sollen. Bewusstlos, aber atme noch! Augen auf! Ich höre dich! Ganze Zeit! So, wir wollten noch ein bisschen was mit der Waffe machen. Kurz mal hacken. Okay, 55, 1, T, dann 7A, 1, C. Okay. Also, wir fangen an. 55, 7A, 1, C. 55, 1, 10. Na, wo steckst du, Kleine? Oben.
Also viel Platz haben sie aber hier zum Poltern nicht. Überrascht dich im Ernst? 50 Jahre im Seelenknast, schirm dich von so einem Zeug ab. Und dann dieser Ausschnitt. Du Glückspilz. Hey, wie? Sorg dafür, dass er das bitter bereut. Bitte, bitte. Ja, schon wieder so ein Kettenbrief. Okay, also. Nein, ich wollte nicht nichts testen. Na gut, das mit Aaron sagen wird ein bisschen schwer. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Ah, okay, da will ich auch reinkommen. E9 ans C55. Ans C, E9, 55. Okay. E9, ans C, 55. Ans C, E9, 55. Okay, dann gehen wir raus. Das können wir nicht mehr sagen. Bring die Aufnahmen zu Aaron. Ans C, bitte. Heidas! Spring! Ich werde sie vernichten!
Arm noch ein wenig blutet. So, gut, dann bringen wir es zu Aaron. Gesucht in Night City. Kurzschluss. Überhitzen. Hey Judy, was gibt's? Warte mal. Ich muss weg. Zurück zu unserem Gespräch. B, kannst du herkommen? Jetzt gleich? Ist was passiert? Ja. Komm bitte. Okay. Wir gehen nur noch kurz zu dem Aaron. Scheißspiel stresst mich mehr als mein Scheißleben. Dann lass es. Wenn dich ein Spiel so stresst, dann bringt es nichts. Was? Aaron, wie hier. Ich hab die Aufnahmen. Komm rein. Und? Gab's irgendwelche Probleme? Alle aus der Welt geschafft. Wie immer. Du bist echt hart wie Stahl, hm? Nur so überlebt man da draußen. Okay, jetzt gib mir schon die Aufnahmen. Na los, keine Müdigkeit vorschützen. Diese Aufnahmen sind für irgendeine Untersuchung, oder? Mhm. Dreckiges Ding, ich sag's dir. Aber dank deiner Hilfe kann ich das voranbringen. Mhm. Schwer, sich davon zu trennen. Der Inhalt ist echt faszinierend. Aber du solltest sie nicht ansehen. Das war Teil des Deals. Ah, jetzt pochst du auf Regeln, ha? Die Aufnahmen lassen dich nicht gerade gesetzestreu dastehen. Spar dir den Moralapostel. Ich nehme an, du willst was. Also, spuck's schon aus. Ich will, dass du hinter Gitter wanderst, wo du hingehörst. Pech! Wird nicht passieren. Du greifst den Polizisten! Sieht aus, als wäre mein Traum wahr geworden. Wie? Aaron, das ist echt nicht mehr lustig. Das ist mir scheißegal. Die Wunschfee steht zu Diensten. Nachrichten. Zahl oder den Kopf explodiert. Komm raus, Schätzchen! Oh, der Kopf auch noch, ja. Lasse Aarons Gebäude, mach mal. Ah, das wurde ein wenig unangenehm zum Schluss. Aber danke für die gute Arbeit, Vi.
Und mach dir keinen Kopf. Aaron erholt sich schon wieder. Wenn er aufwacht, wird er sich daran erinnern, dass wir die Aufnahmen haben. Und dann... dann haben wir eine Quelle im NCPD. Mhm. Auftrag erledigt. Na gut. Level up. Eieieiei. So, wir wollten da noch in ein Level reinstecken. Und jetzt ist die Frage, wollten wir hier noch was leveln? Hm. Herstellungskosten. Mehr Schaden. Wenn du ein Item zerlegst. Ah, das wollte man. Okay. Weil jetzt können wir dann quasi schauen. Zack. Das ist jetzt gerade nichts mit Mod. Das ist auch nichts mit Mod. Nichts mit Mod. Nichts mit Mod. Nichts mit Mod. Gut, Waffen. Hier haben wir zum Beispiel eine mit. Wir müssen unbedingt mal blaue Waffen zerlegen. So, haben wir da was? Verringert den Fallschaden. Mods. Item zerlegen. Mündungsbremse für Handfeuerwaffen. Bonusschaden. Macht den Schaden einer Waffe nicht tödlich. Ja, brauchen wir jetzt lustigerweise gar nicht. Wir haben es als Cyberwehr. Schon in Grün, dann brauchen wir es in Weiß nicht mehr. Haben wir auch ein paar neue dazu bekommen. Da haben wir ein bisschen was zum Verkaufen. Und da hätten wir jede Menge zu verkaufen. Aber alles nicht mehr in der heutigen Folge. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal verkaufen und euch sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.